In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Und wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. So, und damit herzlich willkommen zu Horizon 2 Forbidden West. Ach, endlich geht's weiter. Ich weiß gar nicht, wie lange das erste Spiel her ist. Auf jeden Fall schon etliche Jahre. Und ich habe wirklich gehofft und gebetet wäre vielleicht übertrieben, aber auf jeden Fall gehofft, dass es irgendwie weitergeht. Es war aber klar, dass es irgendwie weitergeht nach der Zusammenfassung. Das hat man ja am Ende des letzten Spiels ja gesehen, des ersten Teils logischerweise. Da war eigentlich klar, dass es irgendwie einen zweiten Teil geben wird. Und heute, ich glaube, 5000 Jahre, gefühlte 5000 Jahre später, Horizon Forbidden West geht es endlich weiter. Ich bin sehr gespannt. Heute auf der PS5, da bin ich schon allein von der Technik her schon sehr, sehr gespannt. Was so die Trailer anging und so die Pre-Trailer, sage ich mal, das war ja schon der Wahnsinn. Insofern, mal gucken. Mal sehen. Ja, ich werde das Ganze erstmal so als Live-Let's Play starten hier auf Twitch. Deswegen seht ihr mich auch momentan so vercammen. Und ich muss mal sehen, ich glaube, ich werde so die ersten 1-2 Streams werde ich tatsächlich als Live-Let's Play machen. Ansonsten wird das wahrscheinlich hier offline weitergehen, weil ich möchte mich so ein bisschen gerade bei Horizon so ein bisschen mehr auf die Story konzentrieren und weniger halt auf den Chat. Nicht, dass mich der Chat stört beim Zocken, aber ne, man achtet ja doch immer zwischendurch auf den Chat und weniger auf die Dialoge. Und insofern finde ich das eigentlich immer ganz praktisch, wenn man sowas eher als Offline-Let's Play macht. Ja, ich werde Horizon so spielen wie den ersten Teil. Das heißt, auch die ganzen Nebenmissionen werde ich spielen. Die ganzen Sammelobjekte. Es kann vielleicht sein, dass ich hier und da mal vielleicht einen kleinen Schnitt mache und vielleicht das eine oder andere vielleicht doch mal ausblende. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ich alles zeigen werde. Ich bin wirklich sehr gespannt, was das Spiel so hergibt. Und ich denke mal, ich werde auch die Kamera zwischendurch immer mal wegschalten. Zum Anfang lasse ich das erstmal noch an. Aber das Spiel soll wirken. Na, deswegen lassen wir das erstmal so. Gucken wir nochmal kurz ins Menü, weil ich habe da nämlich noch gar nicht reingeschaut. Also wie wir jetzt hier zusammensetzen, sehen das jetzt zum ersten Mal. Und ich bin gespannt. Herzsichtbarkeit dynamisch. Ich hoffe, dass es vom Ton und sowas alles soweit passt. Ich muss mich auch erstmal wieder so ein bisschen reingucken, das ganze Thema hier. Ausgewählte Voreinstellung. Vibrations sind gut. Automatischer Sprint auf der Reitmaschine. Ah, nee, das müssen wir nicht machen. Ich will das schon selber einstellen können. Gibt es hier irgendwo... Da, Tastenbelegung.
Lesen kann, ist klar ein Vorteil, dass man schon mal ein bisschen gucken kann. Zielen R2. Fokusmarkierung aufstemmen. Schwere. Ja, gut, das müssen wir im Spiel nachher sehen. Waffenrad ist L1. Mutstoß während Waffenradnutzung. Mutstoß, Waffenradnutzung, L1, R1, okay. Heilung, dann haben wir Waffentechnik, Überbrückungsmodul, Waffentechnik, Überbrückungsmodul, Jägerausrüstung, okay, das müssen wir erstmal wieder ein bisschen ins Hirn kriegen. Fokusteil, Markierung, Benutzung, Aufforderung, Ausweichen ist wieder mit Kreis. Schildflügel aktivieren, schneller Zielwechsel, Ausweichen, Schildflügel deaktivieren. Springen ist mit Kreuz. Okay, ich denke mal, das geht erstmal so klar. Ich denke mal, der Anfang vom Spiel wird sowieso wieder so ein bisschen Tutorial sein. Also von daher passt das schon. Ansonsten Untertitelgröße lassen wir auch erstmal so. Audio-Mixer lassen wir erstmal alles auf Standard. Kann man auch sehr schön viel einstellen. Das ist, finde ich, sehr, sehr nice. Auflösung bevorzugen. Was können wir hier? Leistung bevorzugen. Auflösung. Wir machen mal Auflösung bevorzugen. Links ausgerichtet. Kameraposition? Aloys. Okay, müssen wir mal gucken. Passe Aloys Position auf dem Bildschirm an, um Fortbewegung und Kämpfe zu erleichtern. Wieder entweder dynamisch oder immer die linke Bildschirmseite. Ach so, wahrscheinlich, wenn man so ranzoomt. Ne? Das, ja, gut, das müssen wir mal gucken. Also können wir sonst immer mal ein bisschen Klettermarkierung immer an. Aus Bewegungsunschärfe. Standard. Nee, das machen wir mal aus. Ich will keine Bewegungsunschärfe. Kamera verwackeln. Standard müssen wir auch mal gucken. Verwackeln unter Wasser lassen wir auch erstmal ein. Wir lassen erstmal alles auf Standard und gucken mal, was sich da so tut. Ansonsten können wir das eine oder andere ja immer noch vielleicht wegschalten. So, neues Spiel. Normal. Wir spielen ganz normal auf normal. So. Ach, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Entdecken. Minimale HUD-Informationen. Sieh dir die Welten an, um deinen Weg zu finden. Markierungen und Symbole auf dem Bildschirm, die dich auf deiner Reise unterstützen. Sieh dir die Welt an, um deinen Weg zu finden. Markierungen und Symbole auf dem Bildschirm, die dich deiner Reise unterstützen. Kann man das wieder wegschalten? Wahrscheinlich, ne? Entdecken geführt. Wir machen mal geführt und mal gucken wie die Symbole aussehen nachher. Wenn das nicht zu sehr stören sollte, dann schalte ich die mal weg. Können wir ja zwischendurch immer noch mal gucken. Ich muss mir aber erstmal wieder so ein bisschen einfinden ins Spiel. Bei einzelnen Questfortschritten wird häufig automatisch gespeichert, manuelle Speicherung können. Blablabla. Also gibt's auch wieder diese Lagerfeuer. Mir läuft die Zeit davon, Elisabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Sie werden verhungern. Alles nur, weil ein Terraforming-System außer Kontrolle geraten ist. Und nur ich kann es reparieren. Nur ich habe deinen genetischen Code. Bald gibt es kein Zurück mehr für uns. Und dann Vernichtung. Ich suche schon monatelang, was ich brauche. Ein Backup von Gaia. Der KI, die das System kontrollieren soll. Aber jede Spur, die ich finde, verläuft im Sand. Das nenne ich mal Grafik. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elisabeth. Du
wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Aber seht nie an. Am Ende bin ich immer allein. Diese Welt ist dein Vermächtnis, Elizabeth. Ich werde sie erhalten. Diese Ruinen da vorne sind meine letzte Spur, meine letzte Hoffnung, das Backup zu finden. Ich werde alles tun, um es zu finden. Versprochen. Ach, den kennen wir doch. Was? Wenn das nicht Aloy ist, die Retterin von Meridian, Gesalbte der Nora. Du weißt, dass ich diesen Namen hasse. Tja, sie ist einfach als Strafe dafür, dass du direkt nach unserem Sieg über Hades einfach weg warst. Ich war eine Ausgestoßene, weißt du noch? Ich halte nicht viel von Feiern. Ja. Aber diese war dir zu Ehren. Ich sag's nur. Also, was haben wir vor? Es muss dringend sein, wenn du es so eilig hast. Stöbern wir in alten Ruinen? Oder hat es vielleicht etwas mit der Plage zu tun? Beides, tatsächlich. Aber ich sollte... Oh nein. Ich habe dich so lange verfolgt. Es ist okay. Nach allem, was du für die Nora getan hast und meine Familie, habe ich geschworen, dir immer zu helfen. Ich werde an dir kleben. Die Rinde an Holz. Okay, aber wenn du mit mir kommst, musst du sehen können, was ich sehe. Ein Fokus. Ich bekomme tatsächlich dein zweites Gesicht. Ich gebe dir später noch einen und zeig dir, wie du deine Daten sicherst. Daten? Informationen. Auf dem Gerät. Es gibt viel zu bereden. Ich erkläre dir alles unterwegs. Siehst immer so? Schon seit ich klein war. Na los. Das muss echt krass sein für jemanden, der das noch nie gesehen hat. Der verbotene Westen. Wollen wir? Okay, ich habe auf dem Weg ein paar Kratzer abbekommen. Oh. Wir sollten Heilpflanzen sammeln für den Vorrat. Das klingt nach Tutorial. Es ist also Zeit für deine erste Fokuslektion. Hm. Klingt gut. Fangen wir an. Ah, so. Okay, einmal kurz die Kamera. So. Diese Pflanzen sehen aus wie die aus dem Heiligen Land aus. Mit dem Fokus kannst du die sehen, die wir brauchen. Oh, muss mich erstmal so ein bisschen eingrooven. Die Pflanzen vom Bach sollten ausreichen. So, Pfeil habe ich natürlich wieder keine, ist ja klar. So, greif nach den Sternen, sammle heilenden Himmelsstrauch. Okay.
Kann man hier... Achso, da war ja das mit dem Scannen, okay. Also sammle. Kriegen wir hin. Ah, die Grafik ist schon... Also ich meine, der erste Teil war schon grafisch mäßig echt eine Bombe. Aber das gibt, wie gesagt, gibt der gesamten Technik noch mal ein paar wenige Jahre. Sieht so schon geil aus, aber dann erkennst du nicht mehr den Unterschied zwischen echten Menschen und dem Spiel. Das ist so krank. Ob man das immer gut ist, ist noch eine andere Nummer, aber das ist wirklich... Das ist echt abartig. So, wie viel brauchen wir denn? 10 sollten wir haben, ne? Da drüben wahrscheinlich. So, einen brauchen wir noch. Haben wir noch einen übersehen? Was hier hinten? Und gebe mir noch einen Flinskin. Bitter. Ja, aber man fühlt sich dann besser. Okay, Wir sollten weitergehen. Ja. Willst du unterwegs noch mehr von den Pflanzen sammeln? Ja, gute Idee. Klar. Desto mehr, desto besser. Immer die Taschen voll machen. Kann man hier runterfallen? Ja, kann man. Aber nur, wenn man sich wirklich doof anstellt. So, Tippe, Vorwärtsbewegung, um Hindernisse zu überspringen mit Kreuz. Okay. Guck mal, noch mehr von der Plage. Untersuche die Plage. Das Zeug breitet sich schnell aus. Vor 6 Monaten war alles gut. Jetzt ist hier überall. Ich hoffe, Ton und Bild ist alles gut. Diese Ruinen, da müssen wir hin. Welche, die ganz da hinten oder die hier vorne? Na gut, steht ja da, ne? Macht schon Lust auf eine PS5? Ja, definitiv. Wobei, man muss natürlich immer gucken, ob es sich lohnt, tatsächlich für ein einzelnes Spiel eine Konsole zu kaufen. Ne? Das ist am schnellsten. Ja, ich will ja nur mal hier gucken. Ich weiß, dass da ein Seil ist. Ich hab's doch schon gesehen. Wollte aber nur mal hier oben duschen. Keine Ahnung, wer die Seile gespannt hat, aber... Oh, vorsichtig. Wir nach unten rutschen. So, was haben wir denn gekriegt? Kleines Vorratslager. Alles nehmen. Gutes? Ein paar Vorräte. Aber was... Ah ja, einfach nur ranspringen, gut. Nur was zum Sammeln? Den Backup? Also, es ist eine KI. Es ist schwer zu erklären. Das ist wie ein Regelwerk, mit dem man die Welt retten kann. Gib dich zu den alten Ruinen, oder können wir nicht... Oh, warte, was verstand da? Du machst schon noch mit V-Lock gerade. Ja, ich sehe nichts. Ich hatte unterwegs Ärger und habe eine Menge Ausrüstung verloren. Untersuche die Plage. Ah. Macht das einen Unterschied, ob wir das etwas uns angucken? Schätze ich ab. Okay, dann gucken wir mal. Vielleicht müssen wir ja auch mal lernen, wie wir Pfeile herstellen können. Etwas von der Plage. Schält sich ab. Tote Haut. Reitet sie sich so aus. Okay, ich glaube, wir müssen uns das, die Plage nicht weiter angucken. Sie erzählt sowieso immer das Gleiche. Lassen wir das einfach. Alter Schwede. Ah! Ach, guck mal, da sind schon die komischen Viecher. Sie plündern Maschinenkadaver, wie immer. Und weg sind sie. Sie haben einen Kadaver zurückgelassen. Da sollen wir wohin, wie es aussieht.
La 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 la. In der Maschine stecken viele Pfeile. Das sollte ich mir ansehen. Ja, das kriegen wir doch besser hin. Und da sind wieder diese komischen Sträucher da hier direkt darüber. Das heißt, gleich können wir uns tatsächlich Pfeile machen. Ja. Diese Maschine liegt noch nicht lange hier. Wer sonst sollte herkommen? Keine Ahnung. Nimm doch die Pfeile raus, Aloy. Wir sollten besser Pfeile herstellen. Ja, sag ich doch. Das könnte Ärger geben. Ja. Am Bach gibt's etwas Reinholz. Nimm doch die Pfeile da raus aus dem Vieh. Pull sie raus. Yep. Was war das denn gerade? So, dann sammeln wir erstmal ein bisschen. Erstmal muss schon was sammeln. Erstmal den ganzen. Okay. Stellen wir ein paar Pfeile her. Ja, nun warte doch mal. Hallo? So. Sammle! Waffenrad L1. Okay. Und halt X. Vielleicht 20 Pfeile, okay. Ich auch. Pfeile sind bereit. Ja, wir nehmen noch mehr mit. Ist mal so viel wir tragen können. Das heißt, wir werden auch gleich den ersten Kampf haben. Aber wir nehmen uns jetzt mal schön alles mit und machen schön die Taschen erstmal voll. So viel wir tragen können. Immer alles mitnehmen. Alles looten. Hallo? Wäre schön, wenn du vielleicht. Ja? Hallo? Jetzt aber. So, da ist nichts. So, L1. Achso, wir können nur 20 mitnehmen. Ja, okay. Aber ist ja nicht so schlimm, wir nehmen trotzdem noch ein bisschen was mit. Immer schön fleißig mitnehmen. Damit wir ballern können. Ballern, ballern, ballern. Jo. Außer wir nochmal. Ach, wir müssen die Natur genießen hier, ne? Ah, herrlich. Allein schon das Wasser. Guckt euch das mal an. Krass. Das sieht wirklich echt aus. Und so ein Wasser in Seven Days to Die, oder? Das wäre doch mal was. Grüß dich, Muffy. Wo sollen wir hin? Wir sollen davon. Achso, an die Leiter, alles klar. Eine Leiter. Aber ich komme nicht. Oh. Ein gut platzierter Pfeil kann alles lösen. Warum denn? Wir können doch da springen. Auf das Schloss ziehen. Das Schloss, okay. L2 drücken, Bogen spannen. Vollständig gespannter Bogen präziser, okay. Klappt. Nach dir. Danke. Ja, da kommt doch gleich garantiert was angesprintet, oder? Ich rieche das doch. Geh hoch. Geh hoch. Immer noch. So. Kommst du? Er lässt sich wieder Zeit. Göttin. Was war das hier? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. In der Übertragung, in der Nachricht stand es nicht. Nur, dass es hier ein Backup geben könnte. Wir müssen einen Weg reinfinden. Ich würde durchs Tor gehen. Also, was ist passiert, nachdem ich aus Meridian weg bin? Die Leute waren aufgeregt, als sie merkten, dass du weg bist. Doch einige von uns meinten, dass du bestimmt etwas Wichtiges zu erledigen hattest. Damit hattet ihr recht. Die Plage vergiftet nicht nur Pflanzen. Sie tötet auch Tiere. Das haben wir übrigens Menschen auch gemacht im ersten Teil. Verhungern? Das werden wir nicht zulassen. Ich meine, ich kann mich noch erinnern, dass wir im ersten Teil auch Tiere getötet haben für die Fälle, meine ich. Also von daher. Todesursache, Aloy.
So wie in jedem Spiel. Erstmal alles platt machen, was da durch die Gegend läuft. So, einmal kurz wieder. Wir haben ja auch nur einen Pfeil verballert, das geht schon klar. Achso, warte. Sieht man hier wieder Jägerbogen. 15 Schaden, 25 auf Rüstung. Also insofern sieht es wirklich danach aus, als wenn sich nicht so viel geändert hat. Insgesamt von der Steuerung nicht und von der Art und Weise zu spielen. Was ich ganz attraktiv finde auf der einen Seite. Aber das eine oder andere, ja, man muss nicht immer alles, das Rad immer nicht neu erfinden. Ne? Also nicht immer alles noch komplizierter machen. Und ich finde das immer gerade bei solchen Spielen, wo du halt viel Jump and Run hast, finde ich es immer ganz angenehm, wenn die Steuerung recht einfach ist, weil du musst dir halt weniger Gedanken drum machen. Nicht so wie bei Spielen, wie bei GTA zum Beispiel, wo du dir erstmal halb die Finger brichst bei manchen Aktionen. Oder Uncharted, muss man fairerweise auch sagen. Manchmal so das Zielsystem, manchmal war so ein bisschen. Aber okay, wir sind jetzt hier bei Ryzen. Und dann gucken wir es mal. Renza, grüß dich. Hier runter. Nee, ich wollte eigentlich hier vorne erstmal gucken. Ich wollte erstmal hier vorne am Haupteingang gucken. Dass wir da irgendwie reinkommen. Ich denke mal, wir sind immer noch in diesem Tutorial-Part am Anfang. Dass wir erstmal so wieder so ein bisschen lernen, das Spiel zu spielen. Was hier irgendwie? Das, also doch kein Zugang. Okay, ich hätte jetzt gedacht. Kommen wir hier durch? Hallo! Da ist nichts. Kommen wir auch nicht hoch? Alles klar. Da ist auch nichts. Alles klar. Gut, dann ist hier tatsächlich nichts. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir tatsächlich hier irgendwo einen Eingang finden, aber nö. Nö. Nö, nö. Dann müssen wir doch den Weg runter. Aber ich finde, das eigentlich von der Führung her geht das eigentlich. Also die Symbole stören jetzt nicht. Schnell zum Gras. Ja, das kennen wir auch. So was habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Die toten Maschinen haben ihn alarmiert. Wie willst du vorgehen? Der Fokus kann uns helfen. Wir scannen die Maschine vor dem nächsten Schritt. Okay. Einen Moment. Okay. Siehst du, wie manche Teile leuchten? Das sind die Schwachstellen. Verstehe. Okay, Notizbuch ansehen. Also müssen wir den erstmal den Arsch wegpusten, im wahrsten Sinne des Wortes. Scrolle mit links. Das Auge. Es ist eine Schwachstelle. Ah, okay. Da okay. Kann man jetzt also verschiedene. Unsere Schwachstelle Auge. Gesperrt. Gräber. Gräberklanghülse. Angriff entfernen. Hauptupgrade Rohstoff. Enthält wertvolle Rohstoffe. Ja, wir bringen sowieso alles um. Also machen wir uns nichts vor. Okay, konzentrieren. Aua! Was das denn? Aua! Oh, wir müssen uns heilen, das wäre mal ganz praktisch. Okay, und damit haben wir schon den ersten Tod hinter uns. Wie praktisch. Gut. Okay. Ich bin ein bisschen enttäuscht, wo ich echt sagen muss, normalerweise hatten wir so viele Skills am Ende des ersten Teils, jetzt müssen wir alles wieder von vorne aufbauen. Ja, ja. Ups. Achso, da ist er. Ich wollte gerade sagen, ist er schon weg jetzt? Nein, ich will einfach. Okay, konzentrieren. Muss mal wieder ein bisschen zärtlich gucken. Mist, daneben. Nein!
Kaputt. Ja, siehst du, geht doch. Nach der Aufregung über mein Verschwinden. Was ist dann passiert? Also, als die Feier vorbei war, führte meine Mutter die übrigen Nora nach Hause. Und der Treffer war ganz gut hier vorne. Der Sonnenkönig ließ seine Leute die Stadt wieder aufbauen. Und ich brach auf, um dich zu finden. Sprechen Sie meine Richtung, bitte. Kommen Sie her. Ich muss mal ganz kurz was gucken. Irgendwie hatte ich gerade Einstellungen, Steuerung. Mal ganz kurz was schauen. Gucken. Irgendwie hatte ich das mit Ausweichen, Schildflügel. Fokussieren, Sprint ein, aus. Kann ich mich nicht ducken? Fokusmarkierung, benutzen, Schildflügel aktivieren. Aktivieren, hä? Ach so, mit Viereck war das, alles klar. Ja. Ah ne, das müssen wir hier machen, warte. So, hier, warte. So, und jetzt. So. Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert angekommen. Jetzt haben wir jemanden geteabaggt. Okay, nee, Spaß beiseite. So. Ah, so. Nach dem ersten Tod sind die folgenden wenig schwierig. Ja, genau. Weniger schwierig, ja. Ja, Tode kommen von alleine, das ist immer das Praktische. Da muss man sich nicht veranstrengen. Da stehe ich auch zu. Muss ich jetzt mal wieder so ein bisschen eingrooven. Ich hoffe, dann kriegen wir nachher wieder diese Skills. Ich glaube, im ersten Teil war das ja so, da konnte man so eine Slow-Mo einstellen. Dass man eben halt im Zielmodus erstmal so ein bisschen Slow-Mo hat und dann kann man ballern. Das hoffe ich, das wird hier auch wieder so sein. Wir können allerdings mal kurz ins Menü. Ah, nee, da wollte ich gar nicht rein. Da wollte ich auch nicht. Hier wollte ich rein. Ah, genau, da wollte ich rein. Genau. Outfits. Ja, da haben sie auch nicht viel dran geändert. Das ist im Prinzip das alte Menü, wie man es eigentlich schon kennt. Aber wie ich schon sagte, man muss ja auch nicht das Rad neu erfinden. Das ist alles in Ordnung. Das ist alles gut. Jägerin. Ah, da will ich hin. Fertigkeiten. Was haben wir denn? Kriegerin. Schalte neue Kampf- und Kombos frei. Erhöhe Nahkampfschaden und Effektivität. Enthält Waffentechniken für Kriegerbögen, die für den Nahkampf ideal sind. Okay, Fallenstellerin. Erhöht die Effektivität von Nahrung und Fallen. Von Nahrung? Effektivität von Nahrung und Fallen sowie die Anzahl der Fallen, die platziert werden können, enthält Waffentechniken für Stolperfallen und Seilwerfer. Kriegerbögen, okay. Erhöht die Fernkampfeffektivität und verbesserte die Waffenausdauer und Konzentration, enthält Waffentechniken für Jägerbögen und Bolzenschießer, die für den Kampf auf mittlere Distanz ideal sind. Erhöht die Effektivität von Heilung und Tränken und erhalte Vorteile, wenn deine Gesundheit niedrig ist, enthält Waffentechniken für Sprengschleudern und Häckslerhandschuhe. Häckslerhandschuhe, das klingt sehr gut. Das ist, glaube ich, neu. Kenne ich, glaube ich, nicht. Verringere deine Sichtbarkeit und Bewegungsgeräusche und erhöhe den Schaden, den du in Tarnung verursachst. Enthält Waffentechniken für Scharfschussbogen. Bögen. Scharfschussbogen, okay. Ich glaube, das gab es im ersten Teil. Die für Fernkampf ideal sind. Maschinenmeisterin. Erhöhe die Effektivität beim Überbrücken von Maschinen sowie den Schaden, den überbrückte Maschinen verursachen. Und ihre Haltbarkeit enthält Waffentechniken für Stachelwerfer, die sehr wirksam gegen große Maschinen sind. Das ist gut. Große Maschinen. So, Karte. Ja, sieht so aus, als wenn wir fast durch wären. Quests. Ja, das Übliche. Oh mein Gott. Notizbuch. Alles Mögliche. Okay. Alles klar, haben wir es auch geguckt. Haben wir hier noch was. Ein paar Pfeile gleich mal machen. Schwupps. Immer volle Taschen. Immer volle Pfeiltaschen. Ja. Ja, cool, sehr cool. Diese Maschine wurde auch erschossen. Ja, von uns. Hast du doch dabei. Ah, die können wir nicht scannen oder sowas, ne? Oder können wir da irgendwie... Gräber, den haben wir weggeballert. Auch ein Gräber. Unzerstörbar. Schwachstelle. Okay, ich glaube, da oben müssen wir hin. Ja gut, hier. Bisschen Holz nehmen wir noch mit. Sein! Oh, hier ist noch was zum Einsammeln. Alles einsammeln, alles mitnehmen. Taschen müssen sich zerbersten. Ich muss das Schloss treffen. Ja, das kriegen wir hin. Kriegen wir hin, Aloy. Ich bin da sehr zuversichtlich. Sehr zuverlässig. Zuverlässig und zuversichtlich. Wobei man sich bei solchen Leitern natürlich immer fragt, warum hat jemand so eine Leiter eingebaut, die man mit einem Pfeil aktivieren kann. Macht doch kein normaler Mensch. Du hattest schon als Kind einen Fokus, hast du gesagt. Ja, ich fand meinen ersten, als ich in eine Ruine fiel. Die anderen fand ich neulich in einem alten Versteck. Ah,
Ersatz kann nicht schaden. Definitiv. Definitiv. Irgendwann sind alle Fokusse? Alle Foki-Fokusse? Ich weiß. Fokusse wahrscheinlich. Alle Fokusse mal kaputt, also. Ich wundere mich sowieso, dass die so Ewigkeiten halten. Normalerweise, ne? So ein Akkumut, der muss auch irgendwann mal alle gehen. Göttin, schütze uns. Alles gut, Val. Hier durch. Willkommen in der Farsinith-Startanlage. Farsinith? Ich weiß, dass Sie Geschäfte mit Zero Dawn gemacht haben. Aber wozu hatten Sie ein Backup von Gaia? Für die Tour melden Sie sich bitte an der Rezeption. Noch da! Vermutlich sollen wir uns bei Ihnen melden. Dann melden wir uns doch mal. Melde dich beim Besucher an. Ja, als Besucher an. Identiscan wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Bitte warten Sie, bis man Ihnen hilft. Dr. Sobek. Ich bin die Tochter! Okay. Was? Sie haben sich wohl nicht so gut mit Elisabeth verstanden. Wollte gerade sagen, hallo? Gut, finden wir einen Weg rein. Sie sind doch Frau Sobek. Oh, guck mal, riecht da schon irgendwas? Eine alte Kiste. Wird durchgeführt. Zutritt verweigert. Daten nicht erkannt. Mich mag es wohl auch nicht. Lustig wäre es gewesen, hätte jetzt das System gesagt, so Mister sowieso, sie kommen hier nicht rein. Kann ja auch sein, dass wir alle irgendwo, ne, ich will nicht sagen Klone sind, aber dass wir vielleicht irgendwo alle so ein bisschen unsere Vorfahren hier haben. Wer weiß das schon. Mysteriös, mysteriös. So, ich schalte mal einen Augenblick die Kamera ein. Schönen guten Tag übrigens. Das ist dann Nordisch. Nicht erschrecken. Ich tue keinem weh. Außer den Maschinen. Jo, so, da haben wir nichts, ne? Ich gucke immer noch mal so ein bisschen hier und da in die Ecke. Das sollten wir aufbrechen können. Das hoffe ich doch. Geil. Kletterausrüstung. Irgendjemand ist von oben reingekommen. Untersuche die Kletterausrüstung. Wer das hier gelassen hat, könnte auch die Maschinen von vorhin erschossen haben. Und wo sind sie jetzt? Haben wir jetzt Kletterausrüstung mitgenommen oder nicht? Heilende Bäre. Haben wir eigentlich im Inventar? Sekunde mal kurz. Haben wir irgendwie, können wir unendlich Munition und Zeug mitnehmen? 1,250. Nee, okay. Anscheinend nicht. Also 100 Stöcke haben wir. Ich muss mal gucken, ob er das auch anzeigt. Zeigt das an? Beutel voll. Und dein Vorrat geschickt. Vorrat geschickt? Vorrat? Rohstoffe? Was für ein Vorrat? Was für ein Vorrat? Hä? Sag bloß, es gibt irgendwie noch ein zweites Inventar. Also zum Beispiel jetzt irgendwie in so einer Kiste, in irgendeiner Basis. Kann ja sein. Ja, mal gucken. Das heißt also, wir können ruhig mit ruhigem Gewissen alles abfarmen. Irgendwo landet es dann. Anscheinend. Ein ganzes Lager. Zerstört. Sie müssten hier nach Schrott gesucht haben. Säure. Das erklärt den Geruch. Ja. Es ist wohl etwas Größeres von oben runtergekommen. Einmal aufs Lager gekracht und dann durch die Mauer. Ich sollte mir den Schutt dort im Spalt ansehen. Okay. Untersuche Gröll. Was auch immer hier durchkam, hat das hier zum Einsturz gebracht. Wenn ich das Geröll bewegen kann, können wir uns vielleicht durchzwängen. Vielleicht finde ich im Lager etwas, das helfen kann. Hey, Leute. Der Granat oder sowas. Ich glaube, ich habe da was. Untersuche die Leiche. Das ist wohl ein Osram-Prototyp, nehme ich an. Dieser Haken kann sich wohl irgendwo einhaken. Und das hier zieht es zurück. Es sieht kaputt aus, aber wir könnten es reparieren. Hake es bei den Trümmern ein. Und es rausziehen. Könnte klappen. Der Fokus hilft uns beim Durchsuchen und Sachen zum Reparieren zu finden. Mein Fokus hat ein paar interessante Sachen gefunden.
Dann auf geht's, Aloy. Richtig schön einsacken alles. Die Säure fraß sich durch die Rüstung. Maschinenkabel stärker als Seil. Ja gut. Alles mit dem Aloy. Alles einsacken. Bis du nicht mehr laufen kannst vor Gewicht. Ein Maschinenteil. Vielleicht zum Reparieren. Okay, ich glaube, damit können wir das Werkzeug reparieren. Oder etwas Besseres herstellen. Ja, warte doch erstmal. Erstmal sammeln. Werkbank benutzen. Werkbank? Werkbank benutzen. Zugwerfer. So, Spezialausrüstung legendär. Eine verbesserte Version des Prototyp-Werkzeugs eines Stöberers, das sich an Objekten festsetzen und sie herbeiziehen kann. Ermöglicht auch das Ziehen zu bestimmten Greifpunkten. Ah. Beschädigtes Werkzeug, Maschinenkabel, Maschinenschrott. Setzt die Story fort, um dieses Objekt zu entdecken. Okay, herstellen. Herstellen abgeschlossen. Okay, cool. Dann, ja. Da. Ein Zugwerfer. Testen wir ihn mal an den Trümmern. Können wir machen. Wie wähle ich den aus? So, der Zugwerfer ist ein vielseitiges Werkzeug, mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Mit dem du Objekte in der Umgebung, die ein Kreuz haben, betätigen kannst. Die ein Kreuz haben. Also das hier, ne? So, halt den Einsatz und werfe L2. Halte zum Einsetzen des Zugwerfers L2 gedrückt und tippe. Achso, und dann fokussiert er da drauf. Alles klar. Achso, das die Geschichte, okay. Das ging besser, als ich dachte. Ich suche das Maschinenteil. Wo war das jetzt gerade noch? Ich suche das Maschinenteil. Hier war doch noch eben was. Sieht nicht so aus, als gäbe es einen einfachen Weg raus. Ich sollte das Gebiet scannen. Wir müssen irgendwie weiterkommen. Nutze deinen Fokus, um mehr über deine Umgebung zu erfahren, Rätsel zu lösen. Halte R3 gedrückt, um den Fokusmodus zu aktivieren. Na gut, das ist klar. Datenkonsole. Ansonsten ist hier nichts weiter, okay? Mal ein bisschen gucken. Ich weiß nicht, ob es hier schon Sammelobjekte gibt. Die Geißel der Menschheit. Schön in die Plörre rein. Was ist das? Werden wir sehen. Ich sollte das Fokus-Display öffnen und schauen, was ich finde. Guten Morgen. Ich bin Oswald Dalgard. Und es ist mir eine Freude, Ihnen Farsinef vorzustellen. Vergessen Sie, was Sie über uns zu wissen glauben. Unsere Wahrheit ist simpel. Unser Motto, greifen Sie nach den Sternen, selbst wenn Sie dafür 8,6 Lichtjahre lang durchs All reisen müssen. Bitte gehen Sie ins Auditorium, wo wir unsere Pläne offenlegen. Ja, okay. Was wohl in diesem Auditorium ist? Wir werden es sehen. Hier ist sonst nichts, ne? Ja. Warum hatte ich noch irgendwas gesehen? Da muss doch was. Vielleicht komme ich da hoch. Greifpunkt. Von hier aus komme ich Strickleiter. Bunkertür. Vielversprechend aus. Irgendwo hatte ich doch noch was gesehen. Das war irgendwo. Hier vorne war noch irgendwo was.
Irgendwas habe ich doch hier noch gesehen. Na gut, gucken wir erstmal da oben. Greifpunkt. Ich glaube, ich mache was falsch. Springen und tippe, um nicht einen Greifpunkt festzuhalten. Ach so, okay. Wow, hat geklappt. Der Zugwerfer ist nützlich. Schade, dass es nur einen gibt. Tja. Keine Angst, wir suchen dir einen anderen Weg. Gut, gucken wir gleich. Immer mal so ein bisschen luschern. Ups. Gut, hier gibt's. Das ist eigentlich nur eine reine Kletterquest hier. Gut, alles klar. So, tippe zum beim was tippe beim Bewegen L3 an, um zu sprinten. Tippe beim Sprinten X an, um einen langen Sprung zu machen. Okay. Ojo! Oh, schnell hoch, schnell hoch! Okay, ich muss die Leiter für Wahl runterlassen. Oh, warte, halt, ich will da ganz gerne rüber. Das sieht nämlich interessant aus da. Komm ich aber nicht so wirklich rüber, ne? Scheiße. Da kann ich das ein bisschen. Oh, doch. Ah, cool. Sehr gut. Tada. Alles mitnehmen. Schlüssel kriegen wir Geld für. Bitte sehr, Wahl. Danke. Hat Mutti dir wieder geholfen, wa? So. Tor öffnen. Was klappert da bitte? Menschen, Homo sapiens. Wir haben die Grenzen immer getestet. Als Entdecker, Pioniere, Wegbereiter. Und jetzt macht Far Zenith einen Sprung in die Zukunft. Daher sind wir stolz, der Odyssee neues Leben eingehaucht zu haben. Far Zenith braucht für das, was unsere Regierungen schon in der Umlaufbahn abgeschrieben haben, weniger als ein Jahrzehnt. Doch das ist erst der Anfang. Wenn das Schiff fertig ist, reist die Odyssee mit ihrer Crew an einen Ort, wo noch niemand vorher war. Das Sirius-System. Dort wird die erste Kolonie der Menschen im All entstehen. Die Odyssee braucht 300 Jahre für die Reise. Doch wann immer wir in den Nachthimmel schauen, wissen wir, dass sie unterwegs ist. Und in den Worten unseres Gründers, dem verstorbenen Peter Jivumbe, die wahre Natur der Unsterblichkeit ist, bestätigt. Wiedergabe angehalten. Die Alten konnten in den Himmel fliegen? Ich glaube, das ist ein Soundpack. Zu den Sternen? Also, ja. Quasi. Das Schiff, die Odyssee. Sie ist nie am Ziel angekommen. Etwas lief schief und sie ist explodiert. Soundpack. Gab Elisabeth ihnen deshalb ein Backup von Gaia? Für die Kolonie? Fehler. Präsentationsdatei beschädigt. Rekrutierungsdatei für Mitglieder verfügbar. Möchten Sie sie reaktivieren? Ja, reaktivieren. Mal sehen, was Sie sonst noch sagen. Wir alle kennen die Prognosen. Wirtschaftliche Instabilität, neue Infektionen, defekte KIs. Wie lange wird es dauern, bis eine Katastrophe die Elite in zu große Gefahr bringt?
Wir bei Farsinev glauben dem Unvermeidlichen zu entkommen. Also greifen wir nach den Sternen. Sie haben gesehen, was wir hier aufbauen. Die Infrastruktur für den Bau der Odyssee. Ein hochmodernes Rechenzentrum, das technologischen Fortschritt vereinfacht. Und Sie haben gesehen, wie wir die öffentliche Wahrnehmung steuern. Seien Sie dabei und investieren für Ihre Koje auf der Odyssee. Erhalten Sie Ihren Lebensstil überall, auch jenseits der Erde. Ja, den Untergang der Welt sahen Sie schon, aber Sie sahen noch nicht wie. Also war alles, was Sie damals über den nächsten Schritt der Menschheit sagten, eine Lüge. Diese Leute wollten nur ihre eigene Haut retten. Tja, aber es klappte am Ende nicht. Dieser Oswald sprach von einem Rechenzentrum. Alles gut geölt, dass noch alles funktioniert. Nach so langer Zeit, 1000 Jahre. Da, das Backup. Es sollte da drin sein. Außenrum. Komm schon. So, ist jetzt der Soundbug weg? Jetzt ist natürlich der Soundbug weg. Weißt du, wo die ganzen Cutscenes weg, Cutscenes durch sind? Sie konnten enorm viele Dinge. Gute und schlechte. Sieht ganz so aus. Ist schon nichts mehr zu sein. Zwischen den Sternen. Schick. Sieht nicht so aus, als kämen wir hier über den Fluss. Wir finden einen Weg. Na klar. Gehen wir weiter. Wir finden immer einen Weg. Aber wir machen an dieser Stelle erstmal, zumindest auf YouTube, erstmal einen kleinen Cut. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nach der ersten Stunde Gameplay von Horizon Forbidden West sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüssings.